klar. Was ist denn das für eine Frage, Mann? Wir mussten doch feiern, dass diese Drecksfressen von Grün den wieder laufen gelassen haben. Die können dem doch nichts, Mann. Die können uns allen nichts, Mann. Checkt es endlich. Naja. Und wie lange, bis wann sind Sie mit Ihrem Bruder dort an der Trinkhalle gewesen? Ich glaube, so 4 Bier lang ungefähr. Wir haben eigentlich gedacht, dass die Mutter da irgendwann aufkommt, weil die Alte wohnt da doch sozusagen in der Saufalle. Jedenfalls so öfter zu Hause wie bei uns. Ne, Mutti, immer an der Quelle. Raphael, ach, komm, Mann. Bitte hör auf. Erzähl mir nichts, Mann. Ich weiß, ich hab's verbockt, aber es war auch nicht immer leicht für mich. Boah, diese Familienscheiße schon wieder. Ich will kotzen. Ja, halt deine Fresse, deine Heulnummer kannst du dir sparen. Bitte, Mann. Ja? Ja. Ohne Mann, mit den 3 Jungs, mit euch, ohne Arbeit. Sicher, ich hätte nicht anfangen sollen zu trinken, ja, aber es ist nun mal passiert und mir hat ja auch keiner geholfen. Moment, Moment, Frau Doll, so war es ja nun auch wieder nicht. Ihnen wurde von verschiedenen Seiten mehrfach Hilfe angeboten. Angeboten. Ja, genau. Ihr Angebot bestand darin, dass sie gedroht haben, mir die meine Jungs wegzunehmen. Das sehen Sie, daran meine liegt Kinder. Der Fehl. Das haben Sie schon immer missverstanden. Es ging nie darum, Ihnen irgendwie Ihre Kinder wegzunehmen. Es ging darum, Ihnen bei der Erziehung zu helfen. Und gut, ich weiß, dass Sie seit ein paar Wochen versuchen, trocken zu bleiben. Und wirklich, das finde ich super. Aber Sie haben trotz alledem ein massives Alkoholproblem und eigentlich gehören Sie in eine Entzugsklinik mit entsprechender ambulanter Nachbetreuung. Sag ich doch. Und so leid es mir tut, aber wir würden wahrscheinlich nicht hier sitzen und einiges wäre nicht passiert, wenn Sie sich früher hätten helfen lassen. Kann sein, dass Sie recht haben. Ja, aber mir anzudrohen, mir meine Kinder wegzunehmen. Das wollte ich nicht. Meine Jungs, meine Familie. Oh Gott. Frau, haben Sie... Ja. Meine, wo, zu Hause oder so, vor Gericht kannst du es lassen, und Scheiß, Mann. Das hat einfach mal deine Fresse! Bitte! Elias, jetzt reicht es. Wir sind hier nicht bei Ihnen zu Hause, und ich fürchte, also ich möchte da auch gar nicht sein. Und was Sie betrifft, wäre es mir lieber, Sie würden meine Fragen konkreter beantworten. Wissen Sie, ich hatte gefragt, wie lang waren Sie zusammen? Und 4 Bier sind ein durchaus dehnbarer Begriff. Ich pflege meine Zeiten nach der Uhr zu berechnen und nicht nach den Promillewerten. Ja? Wie lange waren Sie mit Ihrem Bruder in der Trinkhalle, wie Sie behaupten? Ja, so bis 16 Uhr, denke ich mal ungefähr. Dann bin ich zu meiner Schnecke und der ist in die Stadt oder so, glaube ich. Herr Doll, an dieser Trinkhalle kennt man Sie ja. Sie sind da ja Stammgast mit Ihrem Bruder. Ihre Mutter, haben wir gehört, ist auch gelegentlich da. Und Sie betrachten da die Freunde von der Trinkhalle mehr als familiäres Umfeld, fast als Ihr wirkliches Zuhause. Jetzt frage ich mich, wenn Sie da sind, Sie sind da bekannt wie ein bunter Hund, warum erinnert sich niemand daran, dass Sie da gewesen sind zu diesem Zeitpunkt und die Polizei ist einen Tag nach der Tat dort gewesen, hat die Zeugen befragt. Niemand erinnert sich an Sie. Finde ich erstaunlich. Ja, klar. Die Jungs spuren schlecht, oder? Nee, alt macht vergesslich bei denen einfach. Ist doch normal. Sie waren überhaupt nicht mit Ihrem Bruder an der Trinkhalle. Doch. Sie wissen das und wir wissen das alle und Sie wissen, dass wir das wissen. Wir sehen das nicht so. Er ist eben doch in der Trinkhalle gewesen, aber er ist nicht unter Führung bei Frau Jetta gewesen und hat auch Frau Jetta nicht zusammengeschlagen. Das ist ja alles inszeniert worden, nicht wahr? Von der Frau Jetta selbst mit ihrem Enkel. Das ist ihre Theorie. Eine mögliche Variante. Das kann sein. Die will uns weghaben. Das kann sein, Alter. Das ist alles ausgedacht mit ihrem Scheißenkel. Der Torben, dieser verfickte Zivi, Mann. Das passt wie die Faust aufs Auge, Mann. Der will uns die ganze Zeit schon irgendwas anhängen. Wie kommen Sie darauf, dass der Enkel von Frau Jetta das alles irgendwie inszeniert haben? Ja, weil er uns gedroht hat. Weil er gesagt hat, dass wir Dings, dass wenn wir weitermachen, dass dann das Konsequenzen haben wird. Und da denke ich mal, ist doch logisch, dass sowas dann passiert. Der will uns einfach nur eins auswischen, Mann. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben das Video gerade in Augenschein genommen, war ganz klar zu sehen, was Sie da tragen, ein Parker. Und genau dieser Parker ist sichergestellt worden bei der Hausdurchsuchung bei Ihnen. Was sagen Sie denn jetzt dazu? Die Polizei hängt auch mit drin in der Verschwörungsnummer. Die haben Ihnen den untergeschoben, oder was? Naja, es ist jedenfalls ein kleines Problem, weil die Spurensicherung an diesem Parker nichts mehr gefunden hat. Keine Hautpartikel der Geschädigten, kein Blut, gar nichts, die sich an sich hätten festsetzen müssen. Was die Spurensicherung allerdings gefunden ist, sind Spuren von sehr scharfen Reinigungsmitteln. Das heißt, die Jacke muss vorher mehrfach gewaschen worden sein. Also Frau Vorsitzende, auf das, was das Gericht darauf hinaus will, ist natürlich der Verteidigung bewusst und auch mein Mandanten. Aber mein Mandant hat nicht versucht, nach der Tat Spuren zu beseitigen. Bei diesem Parker handelt es sich wirklich um ein Produkt, Discountware. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir sogar das gleiche Modell im Kleiderschrank von Herrn Kuiper finden. Den fragen Sie ihn dann direkt. Sie bleiben bei Ihrer Aussage? Klar.
Ob vereidigt wird oder nicht, entscheide ich später. Noch Fragen an den Zeugen Doll? Nein, keine. Danke. Dann möchte ich mit dem Enkel der Geschädigten fortsetzen. Herr Kaiber, bitte, und Sie nehmen bitte hinten Platz, der Zeuge bleibt unvereidigt, ob ich es... Nee, komm, setz dich mal. Herr Doll, ich würde auch sagen, Herr Doll, nehmen Sie ein bisschen weiter links Platz. Ist mir lieber. Sie können sich dann auch besser ausbreiten, in der Art und Weise, wie Sie gerne sitzen. Bleibt noch unvereinigt fürs Protokoll. Herr Kaiber, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Kaiber, Ihr Vorname ist Torben, Sie sind 19 Jahre alt, wohnen in Landau. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache seit dem Abi Bundesfreiwilligendienst im Altenheim. Also dieser Bufti, wie das heutzutage heißt. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Herr Kaiber, am 7. Januar 2012 sind Sie ja unmittelbar nach dem Überfall auf Ihre Großmutter in der Unterführung an der Marktstraße gewesen und haben dort Ihre schwer verletzte Großmutter gefunden. Um genau 15.48 Uhr, auch das habe ich mir notiert, haben Sie den Rettungsdienst alarmiert, das wird ja immer aufgezeichnet. Ist Ihnen am Tatort noch irgendwas aufgefallen? Nee, aber ich habe meine Oma schon von Weitem auf dem Boden liegen sehen und da war bei mir Ende. Da war einfach, ich habe alles drumherum nicht mehr wahrgenommen, nur noch meine Oma. Und dann bin ich halt zu ihr und dann habe ich, sie war nicht mehr ansprechbar. Sie hatte überall Blut im Gesicht und ey, das ist meine Oma, das ist eine alte Frau. Ey, wie kannst du die so brutal zusammenschlagen, Alter? Hast du Schiss vor Gleichstarken? Ach ja, da komm noch her! Elias. Setzen Sie sich wieder hin. Wenn man sonst nichts zu bieten hat, sollte man sitzen bleiben und Mund halten. Herr Kaiber, war es jetzt Zufall, da möchte ich jetzt aber wieder konkret auf die Sache zurückkommen, dass Sie um diese Uhrzeit in der Unterführung gewesen sind oder haben Sie Ihre Großmutter gesucht? Nee, Zufall war das nicht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Also meine Oma hat mich angerufen und hat mir von seinen Drohungen erzählt und hat mich gebeten, dass ich sie doch abhole. Ja. Ja. Ich hatte leider noch Dienst, also konnte ich sie nicht abholen. Dann habe ich sie gebeten, in den Bus zu steigen, mit dem Bus zu uns nach Hause zu fahren und dann da erstmal abzuschalten. Und dann habe ich ihr versprochen, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme, wie ich kann. Ja, und als ich dann zu Hause ankam, war sie nicht da. Ich habe mich gefragt, wo sie ist. Da bin ich sofort ins Auto gestiegen, losgefahren und von uns bis zu unserer Oma zu Hause den Weg abgefahren und habe sie gesucht. Und dann habe ich irgendwann von der Bushalte an der Marktstraße aus gesehen, wie meine Oma dann da unter dieser Unterführung auf dem Boden lag. Ja. Und dann war Ende bei mir. Mensch, Herr Kaiber, was für ein Glück, oder? Dass Sie zufällig an dem Tag früher frei hatten, dass Sie zufällig von der Bushaltestelle aus genau sehen konnten, wie 300 Meter entfernt in einer nicht beleuchteten Unterführung Ihre Großmutter gelegen ist. Menschenskinder. Und zufällig ist die unmittelbar vor Ihrem Eintreffen niedergeschlagen worden. Ganz ehrlich, sind das nicht auch für Sie ein bisschen zu viel Zufälle? Ich finde es einfach nur, dass es Glück war, dass ich meine Oma gefunden habe, bevor noch irgendwas anderes passiert wäre. Wer weiß, was noch hätte passieren können. Was würden Sie denn davon halten, wenn ich zufällig annehme, dass Sie und Ihre Oma vielleicht die ganze Straftat nur inszeniert haben? Was soll ich? Torben, der Herr Rechtsanwalt versucht, uns klarzumachen, dass wir das Ganze inszeniert haben. Dass du mich angegriffen hast, damit wir Elias hinter Gitter kriegen. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als meine Oma krankenhausreif zu schlagen, oder was? Herr Verteidiger, das ist absolut absurd, dass die beiden das hier gemacht haben sollen. Und damit kriegen Sie den Kopf Ihres Mandanten diesmal nicht aus der Schlinge, Herr Doll. Sie haben, kurz nachdem Sie aus der Polizeiwache entlassen worden sind an diesem Tag, dreimal, die Vorsitzende hat es eben gesagt, angerufen. Sie haben drei Drohanrufe getätigt bei dieser Frau, die Ihnen später, wenig später, zufällig allerdings über den Weg läuft. Da haben Sie zugeschlagen. Was anderes brauchten Sie uns hier nicht zu erzählen. Sie vergessen eins, mein Mandant hat ein Alibi. Im Gegensatz zu das ist Kaiber. Doch nicht Ihr Ernst, dieses Flaschenalibi oder was? Natürlich habe ich ein Alibi. Ich hatte Dienst und danach habe ich meine Oma gesucht. Hat sie auf der Strecke, wo Sie nach Hause gekommen sind und danach Ihre Großmutter gesucht haben, irgendjemand gesehen? Gibt es dafür Zeugen? Ja, bestimmt hat mich jemand gesehen. Ich weiß nicht, wer zur Zeit auf den Straßen unterwegs war. Wieso brauche ich überhaupt ein Alibi? Ich meine, ich bin nicht vorbestraft, so wie der da. Und ich habe auch schon oft genug mitgekriegt, dass er und seine Brüder gegen meine Oma vorgegangen sind. Was ist denn da so abgegangen? Können Sie uns das mal schildern, was die Daltons mit ihrer Großmutter alles veranstaltet haben? Meine Oma ist echt eine Robuste. Die nimmt kein Blatt vom Mund, die sagt, was sie denkt. Und dann hat sie den dreieinhalb Mal die Meinung gegeigt. Ja, und hat denen gesagt, dass die sich nicht aufführen sollen wie, was weiß ich, die größten Macker im Viertel. Ja, und das hat denen anscheinend nicht gepasst. Und dann hat's angefangen. Dann ging die erste Glasscheibe zu Bruch. Dann wurde die Fußmatte bei ihr vor der Haustür in Brand gesteckt.
dann kriegt sie irgendwie nachts so obszöne, anonyme Anrufe, wo sie nur irgendwie jemanden atmen hört. Fragen Sie doch mal Frau Oma, warum die nicht zugibt, dass sie das Video vom Überfall gedreht hat. Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil einfach jeder hat Schiss vor diesen Typen, die ihre Hunde abrichten, die ihre Hunde zu Waffen machen und sie einsetzen. Herr Ron, Zeus sind ganz bezaubernde Welpen. Die wollen nur spielen. Hör mal auf, so eine Scheiße zu labern die ganze Zeit, Junge. Die wollen nur spielen, genau. Deswegen verschickt ihr auch Videos an die Leute, die ihr bedrohen wollt, die eure Welpen beim Spielen zeigen, ja? Gleich. Herr Kalber, von was für Videos sprechen Sie jetzt? Ja, das kann ich Ihnen zeigen. Ich habe nämlich auch so ein Video bekommen, als ich mir den Elias vorgeknüpft habe. Ja, und darauf sieht man dann, wie diese Hunde spielen. Gucken Sie sich das an. Fass! Also das sieht weder nach Spielen aus. Und bislang hatte ich Welpen anders in Erinnerung. Okay. Und man sagt auch nicht Fass oder sowas ähnliches, um jemanden anzuheizen. Ne? Elias, ist das Ihr Hund gewesen? Das ist nur Zeus, der ist nur am Grinsen, der fletscht nicht mit den Zähnen. Und fast. Was Sie nicht sagen. Das ist nur ein Spiel zwischen uns. Ich spiele mal mit dem. Mit Sicherheit, ja. Und warum verschicken Sie dann auch noch solche Videos an Herrn Kalber und vermutlich auch an andere? Ja, ganz ehrlich, ne? Wenn Leute, die lieb zu Tieren sind, ja, die können auch zu Menschen gar nicht böse sein. Ey, was du für eine Scheiße laberst. Ey, Alter, mit diesen Viechern, mit diesen Biestern bedroht ihr Menschen und mit Sicherheit auch Frau Oma. Schließlich wurde sie schon von euren Kötern gebissen. Komischerweise, nachdem ihre Tochter zusammengeschlagen wurde. Was komischerweise direkt danach passiert ist, nachdem sie dich anzeigen wollte, weil du ihre Handtasche geklaut hast. Mhm. Nur Fragen an den Zeugen Kalber. Da möchte ich jetzt mal direkt mit Frau Oma fortsetzen. Carola Oma, bitte. Und Sie nehmen bitte hinten Platz. Hören Sie auf zu drohen. Hören Sie wirklich auf zu drohen. Das macht keinen Sinn. Denke ich ja. Frau Ober, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Ober, Ihr Vorname ist Carola, Sie sind 34, wohnen in Landau. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Zahnarzthelferin. Und mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Richtig. Frau Ober, am 8. Januar 2012 ist an die Polizeidienststelle in Landau ein Handyvideo geschickt worden, leider ohne Ton, das den Überfall auf Ihre Nachbarin, auf die Frau Jetta zeigt. Wissen Sie, wer das geschickt haben könnte an die Polizei? Ich habe davon gehört, aber ich weiß nicht, was ich jetzt damit so zu tun haben soll. Frau Oma, das will ich Ihnen mal direkt sagen. Die Frau Jetta sagt Folgendes. Sie geht davon aus, dass Sie zufällig dazugekommen sind und mit dem Handy das aufgenommen haben, weil sie hätte Ihre Stimme erkannt und Sie kennt nun Ihre Stimme. Sie hätten geschrien, dass er aufhören solle. So. Ich bin nicht dort gewesen. Ich habe auch kein Handy. Frau Oma, geben Sie es doch bitte zu. Sagen Sie doch endlich die Wahrheit. Ich würde Ihnen so gerne den Gefallen tun, Frau Jetta, aber ich bin wirklich nicht dort gewesen und die muss mich verwechselt haben. Ich habe doch Ihre Stimme gehört und wenn Sie nicht gewesen wären, der Junge, der hätte mich doch totgeprügelt. Wie lange wollen Sie denn das noch durchgehen lassen? Sie können meine Stimme nicht gehört haben, weil ich nicht dort gewesen bin. Wo waren Sie an dem Tag um, sagen wir mal, 15.40 Uhr außenrum, wenn nicht in der Unterführung? Ja, ich war zu Hause natürlich bei meinen Töchtern. Sie haben zwei Töchter, richtig? Richtig. Nun ist es ja so gewesen, dass die Ältere da im Nachmittagsunterricht gewesen sein soll, zu diesem Zeitpunkt 15.40 Uhr. Und die Jüngere, die ist 3 Jahre alt, gerade bei ihrem geschiedenen Mann war. Zumindest haben das die Nachbarn gesagt. Ja, also Julia war definitiv bei meinem Ex-Mann, doch, das ist richtig. Aber wie lange jetzt die große Schule hatte, das weiß ich nicht. Ich war zu Hause und warum soll ich jetzt lügen? Sie lügen möglicherweise oder Sie trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen, weil Sie Angst haben. Schlicht und ergreifend deshalb, Frau Oma. Sie hatten ja schon mal den Mut und haben Anzeige erstattet gegen den Elias, richtig? Wegen einer Handtasche, die ihn geraubt oder gestohlen hat. Diese Aussage haben Sie 2 Tage danach allerdings zurückgezogen. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, ob da ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen diesem Zurückziehen der Anzeige und der Tatsache, dass Ihre Tochter geschlagen worden ist einen Tag davor und dass Sie selbst von einem der niedlichen kleinen Welpen, die nur spielen wollen, gebissen worden sind. Darum geht's.
Ich bin nicht gebissen worden. Das war kein richtiges Beißen damals mit dem Hund. Das war alles nur so mehr so Zwicken. Oma, ich war das damals. Es nicht. Also es gab es. Mhm. Ja, das war aber wirklich nur ein Zwicken und. Ich glaube das nicht. Jetzt das letzte Mal, Frau Oma, das ist die letzte Chance, dass die drei weggesperrt werden, zumindest der Elias. Frau Ober, der Zeuge Kaiber hat uns eben auch noch ein Video gezeigt, das ihm der Angeklagte geschickt hat. Darauf war der Hund des Angeklagten, soweit ich weiß, nennt man diese Dinger Pitbull oder so ähnlich, zu sehen, wie er also geknurrt hat, Zähne gefletscht hat und dann eben auch noch aufgemuntert nach dem Motto, fass, fass. Und mehrere Nachbarn sollen solche Videos bekommen haben, Sie auch? Ich weiß jetzt nicht, wovon Sie sprechen. Ja, also mit Handys haben sie es ja irgendwie nicht mehr so. Bei der Polizei haben sie ja behauptet, jetzt ja nach ihrem Handy gefragt, wegen dieses Drehs des Videos, sie hätten es verloren. Nur werden sie von den Brüdern bedroht, Frau Oma. Nein. Setzt man sie unter Druck? Da wette ich drum. Frau Oma, bitte. Auch wenn Sie hier nicht zugeben wollen, dass Sie Angst haben, ich kann Ihnen so viel sagen, Ihre Tochter Lisa hat Angst. Meine Tochter Lisa hat keine Angst. Woher wollen Sie wissen, dass meine Tochter Lisa Angst hat? Weil Lisa mich angesprochen hat. Sie hat gesehen, wie ich mehrfach mich mit Elias getroffen habe und ist zu mir gekommen, weil sie wissen wollte, ob ich auch eine von den Bösen bin. Und wir haben danach miteinander gesprochen und da hat sie mir definitiv anvertraut, dass sie Angst vor den Jungs hat. Ja, warum hat sie mir das denn nicht gesagt? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, aber vielleicht hat sie gemerkt, dass Sie selbst ziemlich Angst haben. Frau Jeter hat doch die Stimme von Frau Ohme erkannt. Jedenfalls hat sie das hier gesagt. Dann das seltsame Zurückziehen von Anzeigen. Bei der polizeilichen Vernehmung wird dann plötzlich der Verlust ihres Handys beklagt, Frau Oma. Ein Handy, das aber in der Zwischenzeit weiter benutzt wird. Das habe ich nämlich mal in der Zwischenzeit auch nachprüfen lassen. Ich bin davon überzeugt. Sie ist doch ein Blinder, dass Sie Angst haben. Das kann gut sein, aber sie sagt ja selbst nichts von meinem Mandanten. Das ist was anderes. Doch, ich habe Angst. Ich habe eine Scheißangst. Vor wem? Ich habe eine Scheißangst. Ich weiß nicht, was ist da mit seinen Brüdern? Was ist mit den Hunden? Was passiert dann? Da machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Oma. Wenn das stimmt, was ich vermute, dann bekomme ich einen der beiden anderen mindestens dran wegen einer Falschaussage, die er hier eben abgeliefert hat. Und ich kann Ihnen definitiv versichern, dass die Hunde eh wegkommen. Ich habe mit den zuständigen Sachbearbeitern beim Ordnungsamt bereits gesprochen. Es wird auch Zeit. Pass mal auf, du kleine Schlampe. Habe ich nicht mit dir geredet letztes Mal? Was war neulich? Ich schwöre, keiner nimmt mir die Hunde weg, okay? Keiner. Du auch nicht. Halt deine Fresse. Es reicht. Mir gesagt, keine halt Herr Doll. Du machst mir Herr keine Doll. Angst. Zwei Tage Ordnungshaft zu verbüßen, direkt im Anschluss an diese Verhandlung. Also Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe und Ihre Aussagen richtig interpretiere, dann sind Sie verantwortlich zu machen für den Überfall auf Sie von vorgestern. Dann wird mir aber ein Vergnügen sein, Sie auf die Anklagebank zu setzen wegen gefährlicher Körperverletzung. Dann kriegen wir Sie auch noch von der Straße vielleicht. Viel Spaß. Frau Ober, und jetzt nochmal wieder konkret zu dieser ganzen Geschichte. Was haben Sie von dem Überfall auf Frau Jetta mitbekommen? Ich habe alles gesehen. Das habe ich gesehen, das ist das Video. Das ist das Video. Ja. Dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, du Scheiße! Ey! Lass die Frau los! Hallo! Elias! Elias! Ich lasse die Frau jetzt los! Ich schicke das dem Bullen, das Video! Oh mein Gott, ich kann dich und deine Körper! Das habe ich alles gesehen. Noch Fragen an die Zeugin Oma? Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie hinten Platz. Dann komme ich zum abschließenden Bericht der Jugendgerichtshilfe. Frau Franke. Ich würde sagen, alles, was es zu Elias zu sagen gibt, hat man im Verlauf der Verhandlung meines Erachtens ziemlich genau beobachten können. Elias ist gewalttätig und ziemlich skrupellos und da gibt es definitiv nichts zu beschönigen. Ich meine, man muss natürlich berücksichtigen, dass der Junge nie sowas wie ein intaktes Elternhaus hatte. Also keine Eltern, die ihm irgendwelchen Rückhalt geboten haben oder für ihn da gewesen sind. Unglücklicherweise hat er sich ausgerechnet seine beiden Brüder zum Vorbild genommen und ich denke, was das für ein Vorbild ist, brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Also ich denke, insgesamt muss man bei Elias zum derzeitigen Zeitpunkt weiterhin von schädlichen Neigungen sprechen und deswegen ist eine Jugendstrafe, denke ich, zu empfehlen und vielleicht auch eine, die er abzubüßen hat. Vielen Dank.
Geldanträge gestellt? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, wir verhandeln hier heute nach dem Jugendstrafrecht. Und das Jugendstrafrecht stellt sich so ein Prozess in folgendermaßen vor. Da sitzt ein Jugendlicher, der hat irgendwas gemacht, das war nicht in Ordnung und man redet hier mit ihm. Er ist vielleicht einsichtig, zumindest hofft man das. Man kann berücksichtigen, dass das nicht so einfach hat, dass er in einer schwierigen Phase ist, dass er noch sich selbst finden muss. Man gibt ihm ein paar mahnende Worte mit auf den Weg und er sieht es dann hoffentlich ein. Das ist der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts. Wie wir heute gesehen haben, ist das Sozialromantik. Heute passt das nicht. Ich beantrage 1 Jahr und 3 Monate. Er hat ja kein Geständnis abgelegt. Er hat fortwährend noch die Zeugen bedroht. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben bis zum Schluss darauf gesetzt, dass diese Zeugin nicht traut, sich den Mund aufzumachen. Sie kannten die Beweislage gegen sich. Ganz genau. Da kann man nicht viel sagen. Ich kann dann keine Einsicht mehr appellieren, ob die Strafe was bewirkt. Ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was wir heute tun können. 1 Jahr und 3 Monate beantrage ich ohne Bewährung. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Hüsch. Hohes Gericht, Frau Vorsitzende. Selten ist meine Verteidigung so schwer gefallen wie heute. Und wenn ich eins sagen darf, Herr Doll, von Ihnen bin ich schwer enttäuscht. Ich habe selten einen Mandanten gehabt, der mich so angelogen hat wie Sie. Und wie Sie gerade eben noch so reagieren können, wissen Sie, es ist Ihr gutes Recht als Angeklagter, aber es ist auch mein gutes Recht als Verteidiger, als Organ der Rechtspflege zu sagen, da kann ich so nicht mitmachen. Und wie Sie so reagieren, da frage ich mich, wenn einer nicht schädliche Neigung hat, warum Sie? Und ich darf Ihnen gleich eins sagen, ich werde keinen Antrag stellen, ich werde Sie in der Berufungsverhandlung nicht verteidigen. Es ist Ihr Recht, mich am Arsch zu lecken. Herr Doll, aber es ist Gott sei Dank keine Pflicht. Sie haben das letzte Wort. Alles ist klar. Ich komm wieder raus. Ich sitz nicht ewig! Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung unter Einbeziehung seiner 6-monatigen Jugendstrafe zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt und erträgt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Danke, Frau Omer. Ja. Herr Doll, das letzte Wort war doch sehr interessant und hat gleich zu einer Erhöhung der Strafe geführt. Herr Doll, sie wäre aber auch so ausgefallen. Ich möchte Ihnen einfach die Gelegenheit geben, sich mal längerfristig von Ihren beiden Brüdern zu trennen. Die bekommen ihn ausgesprochen schlecht. Und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, die braucht man im Jugendvollzug, sich mit Ausbildung für irgendeine Richtung, irgendwas, wird Ihnen ja liegen. Und ich meine jetzt nicht die Ausbildung von Hunden. Ja? Dass Sie mit irgendetwas einmal anfangen. Und in Ihrem Alter, Herr Doll, sind 2 Jahre eine lange Zeit. Nutzen Sie die. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel, gut zu. Der Berufung oder der Revision einzulegen, zu. Binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Raphael Doll wurde wegen unrichtiger Falschaussage zu einer Jugendstrafe von 3 Monaten zur Bewährung verurteilt. Gabriel Doll wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung zu einer Jugendstrafe von 7 Monaten verurteilt.